Ulrich Beck definiert Herrschaftsverhältnisse als Definitionsverhältnisse. Herrschaftsverhältnisse sind Definitionsverhältnisse. Macht hat heute, wer Wirklichkeit definieren, wer Wirklichkeit bestimmen kann. Macht hat, wer die Begriffe bestimmen kann, mit denen wir Wirklichkeit beschreiben. Orbán ist ein Autokrat, Joe Biden ein demokratisch gewählter Präsident. An diesen Beispielen sieht man, dass Macht heute hat, wer den Journalismus beherrscht. Wir müssen uns also um den Journalismus kümmern. Wir müssen dafür nicht an die Demokratie glauben. Wir müssen auch nicht glauben, dass Wahlen zum Beispiel etwas mit der Herrschaft aller zu tun haben oder mit Teilhabe, mit Partizipation. Es kann sein, dass wir glauben, dass das Gerede von der Demokratie den Blick auf Besitzverhältnisse verstellt, den Blick auf die Eigentumsordnung, dass uns das Gerede von der Demokratie einlullen soll. Ist doch alles in Ordnung, selbst in dem Pandemieregime ist doch alles in Ordnung, weil wir ja in einer Demokratie leben. Also haben wir wahrscheinlich irgendetwas mit dem zu tun, haben irgendwie Einfluss auf das, was da passiert. Ich habe hier eine optimistische Demokratie-Definition auf die Folie geschrieben, weil ich denke, solange diese Ideologie, die Demokratie-Ideologie in unserer Matrix ganz oben steht, haben wir wenigstens die Möglichkeit, uns auf diese Ideologie zu berufen. Ich mache das hier in diesem Vortrag, wenn ich für den Journalismus den Auftrag Öffentlichkeit einfordere. Das ist für mich das Journalismusideal. Journalismus hat den Auftrag zu publizieren. Journalismus hat den Auftrag, uns über das zu informieren, was in der Gesellschaft vor sich geht, was es in der Gesellschaft für Strömungen gibt. Dieser Idee, Journalismus hat den Auftrag Öffentlichkeit, wurzelt im Pluralismusmodell, das zugleich auch die Grundlage vieler Demokratietheorien ist. Das Pluralismusmodell geht davon aus, dass es in komplexen Gesellschaften, wie der, in der wir leben, sehr viele unterschiedliche Interessen gibt, sehr viele Interessen, die sich zum Teil widersprechen und auch gar nicht vereinbar sind. Bei 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen, kein Wunder. Diese sehr vielen unterschiedlichen Interessen müssen irgendwo zusammenkommen, müssen sich austauschen, müssen, wenn sie sich schon nicht einigen können, wenigstens die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dafür hat der Journalismus zu sorgen. Das meint Auftrag Öffentlichkeit. Journalismus muss alle Themen, die in einer Gesellschaft für wichtig gehalten werden, auf die große Bühne bringen. Journalismus muss alle Perspektiven, die es auf diese Themen gibt, auf die große Bühne bringen.